Also Peter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich renne irgendwie von einem Therapeuten zum anderen, von einem Orthopäden zum Allgemeinmediziner und ich habe die ganze Zeit Rückenschmerzen und keiner kann mir helfen. Heute klamüsern wir so ein bisschen unser Medizinsystem auseinander und gucken, was man bei chronischen Rückenschmerzen oder bei Rückenschmerzen machen kann. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Videoreihe zum Thema Rückenschmerzen. Heute möchte ich ganz gerne mit euch ein bisschen unser medizinisches System besprechen. Und zwar ganz häufig kommen Trainierende zu mir und sagen, irgendwie Peter, ich habe schon so viele Stellen aufgesucht. Ich war beim Arzt, ich war aber auch beim Osteopathen, ich war bei der Physiotherapie und irgendwie, weiß ich nicht, hilft mir gar nichts und ich weiß gar nicht so wirklich, was ich machen soll. Alle erzählen mir irgendwie was anderes. Und am Ende des Tages geht es mir nicht besser. Und heute möchte ich im Grunde so ein bisschen darauf eingehen, welche Anlaufstellen haben wir heutzutage als Trainierende oder als ganz normale Menschen mit Rückenschmerzen und was haben wir vielleicht zu erwarten? Ja, also ganz, ganz grob, mögliche Anlaufstellen, wenn wir Rückenschmerzen haben, kann zum Beispiel ein Allgemeinmediziner sein. Das heißt, ich habe einen Hausarzt und sage, boah, irgendwie tut mir mein Rücken weh, ich gehe jetzt mal zu meinem Arzt. Ja, ihr geht zum Allgemeinmediziner, der Allgemeinmediziner wird sagen, ja, ach, es sind Rückenschmerzen, chronisch, jetzt unspezifisch, ist kein Bandscheibenvorfall, einfach abwarten, vielleicht eine Ibuprofen nehmen, ja, vielleicht ein bisschen Wärme, ein ABC-Pflaster nehmen, alles wird wieder gut. Ja? Dann, was für viele ein Weg ist, die haben dann vielleicht weiterhin Schmerzen und sagen, okay, ich habe einen Allgemeinmediziner, der konnte mir nicht helfen, dann gehe ich zum Orthopäden. Ja, also eine mögliche weitere Anlaufstelle im Grunde bei Rückenschmerzen ist ein Orthopäde. Dann geht man zu dem, der sagt, ah, okay, wir haben chronisch und spezifische Rückenschmerzen, dann macht er vielleicht irgendwelche Provokationstests, geht an den Rücken dran, fühlt die Muckis und sagt, okay, da müssen wir vielleicht irgendwo eine Infiltration machen oder wir machen eine Spritze. Oder was die Orthopäden sehr häufig machen, die verweisen dann zum Beispiel auf den Physiotherapeuten. Ja, manchmal auch nicht. Ja, manchmal sagt der Orthopäde, weiter Ibuprofen nehmen oder welche Möglichkeiten es dann vielleicht noch darüber hinaus gibt. Ja, von der Orthopädie kann es dann meinetwegen zum Physiotherapeuten sein. Hat man Glück, kommt man zu einem guten Physiotherapeuten, der seinen Job wirklich ernst nimmt, kümmert er sich, schaut selber, macht sich selber ein Bild darüber, wie sieht der Rücken aus, ist er fest, was macht man beruflich, wie sind die Belastungen sonst, was hat man für Hobbys, woher könnte das kommen. Hat man einen schlechten Physiotherapeuten, legt man sich auf eine Bank, der massiert dann, geht hinten ein bisschen über die Muckis, sagt alles gut, auf Wiedersehen, bis bald. 6-mal das Ganze. Und dann ist das gewesen. Ja? Wenn man dann vielleicht das hinter sich hat und sagt, okay, der Allgemeinmediziner hat gesagt, ich soll Schmerzmittel nehmen, ist kein richtiger Weg für mich. Ja? Dann kommt irgendwo der Orthopäde, bei dem man war, der hat auch gesagt, ach, der kann Spritzen geben, aber darüber hinaus auch nicht. So ein paar Rezepte Physiotherapie, die einem schon irgendwo gut getan hat, möchte aber nicht rausgeben. Da geht es dann wieder ums Budget. Da kann man auch nicht so viel erwarten, dass man da ein Rezept bekommt. Der Physiotherapeut hat zwar geholfen, der hat zwar massiert, hat vielleicht auch ein paar Übungen gemacht, aber diese Behandlung hat irgendwie nur vielleicht mal ein, zwei Tage gehalten, manchmal auch nur ein, zwei Stunden, dann tut es wieder weh und dann geht man einen Schritt weiter und sagt, okay, wenn das nicht klappt, dann probiere ich es mal meinetwegen mit einem Osteopathen. Ja, geht zum Osteopath und sagt, lieber Osteopath, wie kannst du mir helfen? Ja, der Osteopath sieht das wieder von der anderen Seite und sagt, ah, irgendwie viszerale Komponente spielt mit rein, kraniosakral, wir müssen an der Halswirbelsäule müssen wir behandeln, das neuromuskuläre Zusammenspiel ist gestört, myofasziale Strukturen passen nicht so ganz, dann behandelt er einen, renkt vielleicht so auch ein bisschen ein oder geht mit seiner Hand unten an das Iliosakralgelenk, behandelt dann, kann auch helfen, ja, auch eine Möglichkeit, ja. Viele sagen dann, viele Osteopathen, aber auch Allgemeinmediziner, viele Orthopäden, gerade die Physiotherapeuten empfehlen dann, machen Sie Sport.
Ja, bewegen Sie sich, trainieren Sie, halten Sie Ihre Muckis gut und trainiert und aktiv. Und dann gehen die vielleicht meinetwegen zu einem Trainer, zu einem Fitnesstrainer. Ja, und sagen, hört mal zu, lieber Trainer, ich habe hier vom Orthopäden gesagt bekommen oder von meinem Allgemeinmediziner oder vom Osteopathen oder vom Physiotherapeuten gesagt bekommen, ich muss trainieren, ich muss meine Muckis aufbauen. Dann kommt der Fitnesstrainer und sagt, so, jetzt müssen wir Rückenstrecker pumpen. Ja, dann wird Rückenstrecker trainiert oder irgendwelche anderen Geschichten werden gemacht, die helfen, in den meisten Fällen helfen oder nicht helfen. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann kann man teilweise zu einem Heilpraktiker gehen, der wird dann vielleicht homöopathisch irgendein biochemisches Ungleichgewicht finden und wird dann vielleicht homöopathisch das Ganze in Angriff nehmen. Dann kann eventuell der Neurochirurg auch irgendwann mal aufgesucht werden, das Ganze auch dann von der chirurgischen Seite auch betrachtet wird. Ja? Wenn man Glück hat, wird man gut beraten. Ja? Wenn der Neurochirurg gerade noch eine Rate für sein Lambo offen hat, dann wird er vielleicht auch sagen, vielleicht sollten wir auch mal operieren, ja? Obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist. Ja? Dann geht vielleicht auch irgendwann der Weg zu einem Sporttherapeuten. Ja? Und dann sagt der Sporttherapeut, ich habe den ganz oben hingemacht. Ja? Weil der ist besonders wichtig, ja, ist meine Berufung. Der sieht das Ganze auch in einem globalen Zusammenhang und kann vielleicht dann auch ganzheitlich anschauen, was gemacht werden sollte. Wenn das nicht funktioniert oder wenn man die ganzen Sachen alle schon sich angesehen hat, geht man vielleicht zum Psychologen, dann sagt der Allgemeinmediziner oder der Orthopäde sagt, ist eine psychosomatische Komponente, Sie haben zu viel Stress oder zu viel Anspannung, dann muss man vielleicht sogar beim Psychologen vorstellig werden und irgendwelche Bewältigungsstrategien durchgehen für mehr Entspannung oder irgendwelche progressiven Muskelrelaxationsgeschichten. Ja? Wichtig ist im Grunde Folgendes. Wenn ihr keinen Ausweg findet oder wenn euch nichts hilft, dann probiert andere Sachen aus. Das heißt, wenn euch der Allgemeinmediziner nicht hilft, dann geht den Weg zum Osteopathen. Wenn ihr bei dem nicht zufrieden seid, dann geht vielleicht zu dem nächsten. Ich habe ganz, ganz häufig, dass ich Menschen habe, die immer wieder von einem Berufsfeld zum nächsten wandern, bis sie aber dann eines Tages etwas finden, was ihnen wirklich hilft. Vielleicht einfach nur einen Menschen, der sie wirklich ansieht und sich wirklich Zeit nimmt. Ja, denn wenn wir wirklich ehrlich sind, ja, es tut mir weh, das auch so ein bisschen zu sagen, gerade bei den Ärzten ist es halt mittlerweile sehr, sehr viel auf Schnelldurchlauf. Das ist nicht per se so, das muss man auch klarstellen. Ich habe ganz, ganz viele Ärzte, die machen einen super Job, ja, aber ich kenne das selber, wenn man gerade beim Orthopäden ist oder wie gesagt, irgendwo vielleicht mal bei einem Orthopäden oder beim Chirurg auftritt oder sich vorstellt, dann ist das ruckzuck, dass man so ein bisschen, ach, da machen wir eine Arthroskopie im Kniegelenk, ja, oder wir müssen mal operieren im Hinten, da ist ein Bandscheibenvorfall. Da wird sich aber nicht unbedingt Zeit genommen für die einzelne Person. Ja? Schaut so ein bisschen, was für euch dabei ist. Lasst euch nicht verunsichern. Ihr seid die Person, um die es geht. Wir sind alles, all diese Menschen drumherum sind nur eure Berater. Die Personen beraten euch. Ja? Ihr müsst am Ende des Tages für euch selber entscheiden, wer euch was Gutes tut und was nicht. Ja? In dem Sinne, soll es das für heute auch gewesen sein? Rückenschmerzen, ganz, ganz viele unterschiedliche Berufungen, Berufsfelder, die euch unterstützen können, die mit unterschiedlichen Ansätzen jeweils euer Problem mit angehen und euch dann helfen können. Ja? Nicht umsonst ist die moderne Therapie von Rückenschmerzen multimodal oder multifaktoriell. Die besten Kliniken in Deutschland arbeiten alle über einen sogenannten multimodalen Ansatz. Das bedeutet, die haben alle einen Sporttherapeuten, die haben alle einen Physio, da ist immer ein Mediziner, da ist immer ein Psychologe mit dabei, ja, und die das quasi aus allen Blickwinkeln betrachten. Aber genug gesagt, ja, das soll es für heute mal gewesen sein zum Thema Rückenschmerz und an welche Stellen ihr euch wenden könnt, ja. Ich empfehle euch immer den Sporttherapeuten, der macht das Ganze immer auch aus der aktiven Sicht heraus. Ja, ansonsten alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen heißen Tag auch weiterhin und bis bald. Hat euch mein Video gefallen? Dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir gerne in die Kommentare einmal rein, über was für ein Thema ich noch ein Video machen sollte.